Hallo und herzlich willkommen zum dritten und wahrscheinlich letzten Video von Gothic 4, was erwartet uns im Addon? Ich habe noch ein kleines Gebiet auf Argan gefunden, das ich euch in diesem Video noch zeigen werde. Im Moment befinden wir uns hier aber auf Fischur und zwar hier kurz vor Lurka. Jetzt reden wir mal gerade mit der, ich kann den ganzen Text jetzt überspringen, das ist eigentlich alles unwichtig, was die jetzt für ein Mist von sich gibt. Ich wollte euch hier auf Fischur noch mal kurz etwas zeigen. In meinem letzten Video, das ich jetzt unten einblenden werde, ging es ja um Fischur. Und da habe ich ja ein Loch entdeckt und wusste nicht genau, was es mit diesem Loch auf sich hat. So, jetzt überspringe ich mal diesen ganzen Text. Wir haben also die Augen zugemacht, also der Held hat die Augen zugemacht und wir sind in dieser Höhle gelandet. Was geht's? So. Und hier oben ist ein Loch. Da ist ein Loch, da kommt man natürlich normalerweise nicht raus, aber mit dem tollen F8 Fly, Kamera, Cheat, Dingsbums, wie man immer das nennen will, kommt man hier hoch und man sieht, das war das Loch, das ich gefunden hatte und im letzten Video gezeigt hatte. Das ist einfach der Eingang zu dieser Höhle von oben. Das verbirgt sich also hier auf diesem großen Gebiet. Wer noch mehr über dieses Gebiet hier erfahren will, das unbekannt auf Fischur ist, der kann sich ja mein letztes Video anschauen von Gothic 4, was erwartet uns im Addon. Das habe ich ja auch schon eingeblendet und es steht auch nochmal in der Videobeschreibung. So, und dann sehen wir uns gleich auf Argan. Damit wären wir jetzt also auf Argan und zwar in dem Startgebiet, wo auch die gespaltene Jungfrau steht, ganz da hinten. Wir befinden uns momentan allerdings bei Garths Hütte. Hier ist also Garth. Als ich zum ersten Mal hier war, um Mehl zu holen für Mordra, hatte ich auch schon die Quest, das Holzbein zu suchen. Dann ist mir dieser Weg hier aufgefallen, der hinter Garths Hütte führt. Also bin ich dem mal gefolgt. Ich war eben auf der Suche nach diesem Holzbein. So. Und dann kam relativ schnell hier dieses nette Schild, auf dem steht Gefahr Erdrutsch. Ja, das sehe ich. Hier hat es wohl den Weg verschüttet. Das mit dem Erdrutsch, das haben die Entwickler übrigens genau genommen. Hier kommt man also nicht mehr weiter. Pustekuchen, da kommst du natürlich noch weiter. Mit der tollen Cheatfly-Kamera kommst du da drüber. So, jetzt zu dem Erdrutsch. Der kommt dann hier. Hier bist du nämlich nur am Rutschen. Hier kannst du noch gar nicht lang rennen. Aus welchem Grund auch immer. Nur am Rutschen, der gute Kerl. Also machen wir das Ganze mit der Kamera. Mit der Kamera kommt man also an diesen schicken Felsen hier vorbei. Und dann findet man diesen Weg hier, der die Klippen hier entlang führt. Und eine Rutschpartie birgt. Hier kann man also fast den kompletten Weg nur rutschen. Deswegen mache ich das jetzt mit der Flugkamera hier. Und dann kommt man in dieses Gebiet, das ebenfalls mit Wegen noch übersät ist. Eigentlich, das hier ist eigentlich ein Fluss. Das Wasser wird hier in diesem Fluss nur nicht geladen. Also hier, wo ich jetzt gerade drin bin, da oben kommt ein Fluss runter. Und geht dann hier, mündet der eben ins Meer. Auch wenn man hier gerade das Wasser nicht sieht. Hier wäre dann eine Brücke. Sollte zumindest eine sein, denn hier geht's ja noch weiter. Ein Weg und ja, hier hört er dann auf. Das ist also auch noch so ein Gebiet, das ich jetzt gefunden habe. Mit vielen Wegen, wo man eigentlich hätte hinkommen können, wenn dieser Erdrutsch eben nicht da gewesen wäre, aber der Weg geht eben noch weiter bis hierhin. Ich kann mal hier gerade wieder... Oh, okay, das geht nicht. Hier stirbt man. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt hier gestorben bin. Das war es nämlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Dieses Gebiet habe ich also noch gefunden. Das war es jetzt auch mit diesem Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.